Herzlich willkommen auf dem Weltacker. Wir haben ja vor, ich glaube, jetzt 10 Tagen einen Saatguttest gemacht mit Soja und Kuhbohne. Und ich wollte euch mal die Resultate zeigen hier. Das ist hier von der Soja. Das sind hier in der Kiste sind 35 Töpfe in der Topfpalette. Und von denen sind 34, also bis auf das hier, aber kann auch kommen. Sind 34 gekeimt, das heißt 34 von 35, das sind also über 97% Keimquote. Das ist sozusagen gut, das kann man verwenden. Das solltet ihr auf alle Fälle immer machen, wenn ihr Samen selber erntet, dass ihr das mal ausprobiert und euch das ausrechnet, was habe ich eigentlich hier für eine Keimquote, weil sonst erlebt man unangenehme Überraschungen, wenn man dann das draußen sät und es kommt überhaupt nichts und manchmal ist dann der Saattermin vorbei. Ja? Ihr wisst ja, wie das ist. Also hier unser Saatgut, das wir selber geerntet haben, ist jedenfalls sehr gut. 97% Keimquote, damit kann man arbeiten. Wir sehen uns nächstes Jahr mit unserem Soja, selber geerntet vom Weltackerfeld. Bye bye. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann folgt uns doch auf Instagram, Facebook oder checkt mal unsere Website. Und vor allem vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Die Links findet ihr alle unten in der Beschreibung.